Und damit einen wunderschönen guten Abend zusammen. Herzlich willkommen zu diesem Quick über 2 Spiel der Gruppe C. Wir sehen Midna gegen Legendary. Mein Name ist Duckfist Joe und neben mir virtuell ist der gute Mo. Ja, hallo Leute, da bin ich wieder. Ja, nach dem spannenden Race von vorhin kommt jetzt das andere Race von Midna und Legendary. Ich hoffe, ihr seid schon gehypt. Der Lackmust-Show heute zum ersten Mal im Commentary dabei. Fast zum ersten Mal. Er war ja zur Auslösung schon mal dabei. Aber heute das erste Match für ihn. Genau, die Aufregung ist nicht weniger geworden, leider. Auch wenn ich beim Commentary nicht so dermaßen viel zu sagen hatte. Aber ich glaube, hier werden wir einiges zu sagen haben, weil ich denke, dass die Paarung sehr, sehr ausgeglichen ist. Ich habe vorhin noch mal ein bisschen die Tabellen verglichen. Man könnte fast denken, es spielt zweimal der gleiche Spieler. Nur, dass der eine 2 Minuten früher angefangen hat. Und auch hallo natürlich an den Chat. Schönen guten Abend. Hi, Leute. So, okay. Ja, Legendary mit einer PB von 23,25 und mit einer PB von 22,54. Eine halbe Minute, das ist halt nichts, ne? Also. Na, ich war gerade aber noch auf Informationsfang und der gute Midna hat eine 22.03 vorhin noch rausgehauen. Hat sich also nochmal verbessert. Nochmal verbessert. Ja, und es geht aber los. Im Turnier kann das halt alles komplett anders laufen. Das stimmt, eine PB ist das, halt. Das ist halt so eine Minute PB, nichts, was wirklich konstant eventuell schon ist. Das stimmt. So eine PB ist halt immer so, dass die Creme de la Creme der Runs. Und da wird natürlich geguckt, wie konstant das Ganze wird. Und wir wissen ja, hier im Turnier kann man halt einen schlechten Run nicht einfach wegdrücken und neu starten. Dann nimmt man halt alles mit. Kannst du schon, aber dann hast du halt ein kleines zeitliches Problem an der Stelle. So, beide sind bereits im ersten Level. Ich denke, die Zeit wird gleich kurz angepasst. Genau, auch hier wieder ein kleines Delay zwischen den beiden. Die Anpassung folgt mit einem kurzen Standbild von Gary, was wir gleich sehen werden. Genau, und Midna geht hier die Speedstrat, geht in den P-Speed und hüpft hier die Bomben drüber. Schafft das Level, glaube ich, ein paar Sekunden vor Gary. Na, ich glaube, die könnten jetzt ziemlich gleich auf sein. Ja, auf jeden Fall. Den Sync gleich haben. Da kommt er. Ja. Ja. Und da sind wir. Genau Gary so. Gary nimmt den Pilz mit. Okay. Ungünstig. Also ich würde tippen, dass wir nachher eine Zeit sehen, die nicht allzu weit auseinander ist. Das sehe ich genauso, ja. Na, Gary zögert etwas. Ich muss aber auch sagen, die One-Tile-Löcher in diesem, also die One-Tile-Gaps in diesem Hack sind manchmal ein bisschen nervenraubend. Ja, das stimmt. Wir haben auch von den PPs sind die nicht so weit voneinander entfernt. Das spiegelt sich auch so ein bisschen wieder, seit wann sie Kaizo spielen. Midna hat im Februar diesen Jahres angefangen und Gary im April. Auch da sind sie nicht weit davon entfernt. Voneinander entfernt. Midna schafft es nach dem CP nicht, den Notebook zu aktivieren, aber geht jetzt auf Speedstrat? Das ist so riskant, ne? Das ist so riskant, da nicht beide Blöcke mitzunehmen. Er versucht es nochmal und schafft es auch diesmal, okay. Gary strauchelt ein bisschen bei der One-Tile-Gap. Will natürlich den Deathblock nicht aktivieren. Ja, also so kurz vorm Checkpoint ist der Deathblock scheiße. Ja, der ist wirklich unangenehm. Oh, Midna verliert viel Zeit durch die Speedstrat. Ja, und schon ist Gary in Führung gegangen. Ja, da haben wir halt wieder den typischen Spruch, ne? Self-Strats sind Speed-Strats. Gary geht jetzt nach Field of Dreams, während Midna noch versucht, die Notenblöcke zu bewältigen. Jetzt ist auch der Wurm drin bei ihm. So, aber das wird es halt auch dieses Match zwischen den beiden sehr spannend machen. Wir haben auf einer Seite Midna mit einer besseren PB, könnte man ja vermuten, dass er hier bessere Leistung zeigt, der aber halt Speedstrats versucht. Mhm. Und an der Stelle zieht dann Gary wahrscheinlich immer vorbei. Stimmt, bis ihm vielleicht an den Speedstrat gelingt. Und das könnte halt so
das könnte halt so ein Kopf-an-Kopf-Rennen werden, was das hier schön spannend macht. Denke ich auch, ja. Oh, da hat er den Recap nicht geschafft und muss den Secret Exit nochmal spielen. Ist auch ein bisschen widerlich, finde ich, weil die Bullet Bills halt immer je nachdem spawnen, wo man gerade im Screen ist. Und besonders die letzten drei Bullet Bills sind dann immer sehr variabel, wie man die spielen muss, tatsächlich. Beide jetzt aber fast gleich fertig und gehen in den Buttermilk Palace. Ja, ich bin daneben. Ah, schade. Ich denke mal, das ist die Aufregung auch, ne? Wenn du alleine vor deinem PC sitzt oder von deiner Konsole und dann spielst, dann hast du halt nicht so einen Druck im Nacken, wie als wenn du weißt, okay, da ist noch ein anderer, der versucht halt einfach schneller zu sein als ich. Beide schaffen's. Das ist so eine Stelle im Heck, die mir meistens aber aufstößt, wenn ich spiele, weil ich dann einfach wild B wieder drücke, weil ich weitermachen will und der gute Hack-Creator es so programmiert hat, dass Mario nicht nach links läuft auf Field of Dreams und dann das Level wieder entert. Sodass du, wenn du Pech hast, nochmal im Buttermilk Palace landest. Beide mit dem Jump, schreibt Sakaya gerade, das stimmt natürlich. Eindrucksvoll. Eins muss ich natürlich lobend erwähnen, dass der Gary hier mit dem halben Mario-Cosplay unter der Nase schon mal sehr guten Eindruck macht. Das stimmt, der Bart ist sehr stylisch. Beide hier die Speedstrats benutzt und nur die mittlere Plattform getriggert. Luigi. Ja, natürlich, genau, es ist ja Luigi. Wenn ich das richtig sehe, beide jetzt in Roll the Bones. Was? Warte, wo steht es? Roll the Bones ist das Hasslevel von Gary. Tatsächlich. Ja, das sieht man hier auch ein bisschen. Mit einer Stirb am Reznor. Da war etwas ungeduldig in dem Moment. Schafft es aber jetzt, die Schüsse abzulenken und spielt den Reznor sauber. Ach, die Pencils. Die Hitboxen der Pencils sind mir immer noch ein Rätsel teilweise. Auch wie sie Luigi dann hin und her drücken. Ganz schlimm, ganz schlimm. Ah, man sieht richtig, wie Gary das Level hasst. Oder warum er es hasst. Kann ich aber nachvollziehen. Ich spiele es auch nicht gerne. Dafür, dass es nur so knapp ist, mit auf den Knochen springen. Oh. Midna spielt hier nicht die P-Strat in Batcave, sondern rutscht ganz normal den Abhang runter. Über die Fledermäuse, ins Ziel. Da sauber gespielt, kann man nichts sagen. Sind wir halt wieder bei der Safe-Strat. Ja. Ich habe mir noch versucht, die Peace Thread anzugucken, aber ich lasse es lieber. Es war katastrophal. Nee, wir haben es ja bei Shellbird schon gesehen, dass die auch halt auch schief gehen kann. Dann springt man halt gegen den Knochen an der Decke und ja, hat halt einen Try verschenkt. Das stimmt. So, Midna zieht hinterher, ist jetzt ein Level hinter. Gary zieht hinterher, ist jetzt ein Level hinter Midna. Und Midna im wunderschönen To the Limit mit diesem Superport. Aus The Scarface. Oh. Auch ein von Shellbird gehasstes Level. Und auch Midna zeigt hier, warum das gehasst wird, das Level. Wie die Shell halt oben immer ankommt, ändert halt den ganzen Ablauf so ein bisschen und das ist sehr unangenehm teilweise. Aber sobald er die Shell jetzt geklärt hatte, schafft er das Level sehr gut. Gary ebenfalls mit der Safe Strat. Ah, kommt an die Mancha. Und der Chat schickt einen Catch-Jam nach dem anderen rein. Ist aber gut, die Musik. Mein Gott, das ist unfassbar. Oh, knapp am Knochen vorbei. Und schafft es.
mit einer, liefert da eigentlich ein recht sauberes Jurassic Jungle ab. Bleibt am Zementblock hängen, aber fällt trotzdem noch auf die Plattform. Das würde ich auch gerne können. Gary verfehlt leider die Gap. Ja. Da muss das Level neu starten. So, ich habe mal den Sound ein bisschen angepasst. Jetzt sollte die Musik ein bisschen besser zu hören sein. Von mitten. Wir wollen doch hier auch das schöne musikalische Werk hier genießen und nicht nur unsere Stimmen. Genau. Ja, die Nervosität, ja, schlägt bei Gary ein bisschen rein. Aber er hält sich trotzdem tapfer. Das kann er noch aufholen. Der Vapor Palace. Sehen wir, meinst du, Mo, wir sehen in diesem Turnier einen Versuch, doch mal einen Keyjump bis zum Ende zu machen? Ich schätze es eigentlich nicht, weil Tass Only, aber gibt ja immer irgendeinen Verrückten, der es trotzdem schaffen könnte. Na, bin ich mal gespannt, also. Ist halt auch ein bisschen Risiko, ne? Es gibt halt auch immer in jedem Turnier Flexer, die das halt dann irgendwann mal ausprobieren. Ja, das ist dann wahrscheinlich aber auch so, ja, einerseits ein schöner Flex, andererseits ist es so fast schon so ein bisschen Verhöhnung des Gegners, weil man sich ja dann ja sicher sein muss, dass man so weit vorne liegt, dass halt auch ein Fail nicht wehtut. Das stimmt allerdings, ja. Und ein weiterer Jump von Midna. Damit 100% Jump-Quote bis jetzt bei den Switch Palaces. Wieder zurück im G-Spot. Den Gary jetzt gerade. Oh, Midna nimmt die Shell mit nach oben. Hat er etwa die Speedstrat vor? Bin ich gespannt. Gary auf dem Weg zum Secret Exit. Sucht er es wirklich? Oh, und dann kommt er irgendwie eine Mancha, den er nicht sieht. Das ist ärgerlich. So schön vorbereitet. Und dann trifft er da nicht. Oder er trifft. Ah, nee, war ein Deathblock. War kein Mancha, Deathblock sogar. Sehr schade. Aber er hat den Vorsprung. Er konnte sich das gerade leisten. Ich weiß nicht, ob er es weiß. Oder nicht. Aber den Versuch war's wert. Den Versuch war's wert. Ich glaube, Gary jetzt gerade zwei Level hinten, wenn ich es richtig auf dem Plan habe. Ja, sein Tempo verrät auch, dass er sich nicht auf so einer guten Pace bewegt. Stimmt, leicht rot, ja. So. Airbase Clock Tower. Sehen wir einen Wallclip. Der Check Tower. Ja, da war ja einer. Oh. Beanskip. Ja, der Midna hat richtig verfeinert sein Gameplay. Gary schließt mit dem Keyjump ab. Hat jetzt auch den zweiten Switch Palace geschafft. Gott, der rennt da ja so durch, der Midna. Und damit schließt er die zweite Welt ab. Während Gary noch abschließen muss, jetzt kommt der Skytree bei Midna. Und Gott, was bin ich oft in diesen Naked Cooper oben reingeschoben schon. Oder er ist in mich gefallen. Oh, er verfehlt die Wine. Gary spielt hier die Intended Threat mit dem Shell Jump. Ich denke, jeder, der das hier sieht, der hat noch seinen ersten Run im Kopf, was da alles schief gelaufen ist. Oh ja. Sagst du was? So, Gary spielt Jeep Spot sauber zu Ende. Midna wendet den Skytree und geht jetzt zu Hot Potatoes. Gary erklimmt derweil den Clock Tower.
Und dieser Part, wo er jetzt hinkommt, den finde ich ganz, ganz widerlich. Da wirklich die Bombe auf diese kleine, auf die kleine Linie zu treffen, dann den Block zu aktivieren. Ja gut, da könnte widerlicher sein, wenn es die Linie nicht gäbe. Das stimmt allerdings. Er springt leider in den Spiny. Mir hat immer das nicht so gefallen. Die Bombe an die Wand und den dann halt runterfallen zu lassen. Weil ich da prinzipiell die Bombe an den Muncher verloren habe. Ja, das ist sehr, sehr. Das Level ist allgemein nicht so mein Favorit. Gary hat die zweite Welt abgeschlossen. Darf jetzt den Sky Tree erklimmen. Während Midna sich mit den Elusive Platforms. Elusive Numbers, den Plattformen runter durchschlagen darf. Mein Gott, sorry für die Wortfindungsstörung gerade. Erste Hälfte sauber gespielt. Cool, dass er den Checkpoint eingesammelt hat. Midna kommt bis jetzt sauber durch, schafft den Shell Jump, beendet den Sky Tree. Gary beendet den Sky Tree, während Midna das Plattformlevel hinter sich gebracht hat. Und jetzt in die Wüste geschickt wird. Pokédosa. Die guten Pokies. Oh ja. Hier der einzige Tod im Weltrekord von Stew, wie er hier versucht hat, die Speed Strat nach dem Checkpoint zu spielen. Halt direkt auf den Yoshi, direkt noch rüberspringen. Das ist aber wirklich sowas von knapp. muss nicht sein. Gary schließt die heißen Kohlen ab. Midna gönnt dem Yoshi noch einen kleinen Snack. Ja, das machen die Spieler wohl gern zum Zeitvertreib. So langweilige Pausen. Eine der wenigen in diesem Hack, muss man ja dazu sagen. Der Flow des Hacks ist hier schon gar nicht so verkehrt. Wenn da nicht die ganzen kleinen Bugs wären. It's not a bug, it's a feature. So kann man es natürlich auch sehen. So, sehen wir jetzt ein schnell. Midna nimmt sich ja die Zeit und wartet noch kurz auf der Plattform. Gary schließt Elusive Numbers ab. Aber Midna gibt echt gut Gas. Es wird schwer, den aufzuholen, wenn er nicht irgendwo jetzt einen Deathloop reinbaut. Er spielt schon echt sehr konstant, also. Ja. Das muss man schon sagen. Auch hier immer ein Level, wo gerne ein Bug auftritt, nämlich die doppelte Aktivierung des On-Offs-Blocks. Wenn man zwei trifft, dann wechselt er so schnell wieder zurück, dass man dummerweise dann die Plattform unter sich verliert und stirbt. Hat auch schon viele Runs gekostet. Ja, da fand ich das vorhin so spannend bei Blackbird. Der hat nämlich diesen einen Block, den einen On-Off-Block, den man mit dem Kopf hitten kann, auch mit dem Blue-Block hittet. Gefährlich. Habe ich aber schon bei einigen gesehen, dass sie das so machen. Vielleicht ist das wirklich eine Safe-Strat in dem Sinne. Müsste man nochmal eruieren. Midna, ich habe jetzt nicht ganz drauf geachtet, aber ich glaube, er hat jetzt eine fehlerfreie erste Hälfte von Yoshi's Lair gespielt. Und versucht sich nun am Escape. Der Abstand ist immer noch knapp 2 Level. Und in Yoshi's Lair sind die Tode halt richtig teuer. Sind halt so gesehen, könnte man fast beides als Autoscroller betiteln. Ja. Und ein Tod kostet einfach super viel Zeit. Aber Midna rennt da so durch. Nein! Oh, Gary! Oh, das hat er
Das hat ihm selbst wehgetan. Das haben wir gesehen. Den Schmerz. Absolut verständlich. Das ist, wenn man, wenn man so weit kommt und dann wirklich in den letzten Block. Ah, sehr ärgerlich. Aber an der Stelle kann man sich halt eigentlich auch ein bisschen die Zeit nehmen, sich zu positionieren. Seid sehr ärgerlich, wenn man da den zu schnell macht. Sollte man auf jeden Fall, ja. Jetzt ist halt alles verlorene Zeit quasi. Mitnahmen mit dem Rock Skip. Aber leider triggert der zweite Rock, der jetzt runterfällt, nicht sofort. Ich habe auch noch nicht ganz herausgefunden, woran es liegt, dass der sofort runterkommt oder nicht, sobald man den Screen betritt. Schließt aber trotzdem ab. Wie schaut's denn aus? Ich linse mal kurz bei ihm im Stream rein. Also er ist gerade nicht auf PB-Kurs. Aber trotzdem sehr, sehr starke Zeit. Ich weiß nicht, ob sich das jemand mal in Luna Magic angeschaut hat mit dem Rock. Nicht, dass da oben noch eine Plattform aufgebaut ist, wo da noch drauf bounced. Dabei in Time runterfällt. Das könnte dann vielleicht zu so einer Verzögerung führen. Es wäre tatsächlich ganz interessant, das mal zu machen, wo du es gerade erwähnst. Ja. Und an dieser Stelle bin ich halt wirklich froh, dass die Shell wieder respawnt. Weil es kann immer mal passieren, dass es beim ersten Mal nicht klappt. Oh, in den Spike rein, schade. Gary bis jetzt mit einer guten zweiten Hälfte von Yoshi's Lair. Mittner schließt das Geisterhaus ab. Gary knapp im Stachel vorbei. Das ist auch immer so eine Zitterpartie da eigentlich. Und geht es auch in die Star World. Ja, während Midna schon zwei Level in der Star World abgeschlossen hat und sich ins Castle bewegt. In die guten Ruinen des ersten Castles. Gott, war das ein Mindblown, als ich das verstanden habe, dass Thorfinn Ruins und Thorfinn Castle eigentlich das gleiche Level ist, so gesehen. Na. Nur halt heruntergekommen. Auch fehlerfrei gespielt von Midna. Sehr schön anzusehen. Gucken wir mal, wie mit Gary, ob Gary jetzt die Speed Strat auch macht. Also den Rock Skip. Und da kommt der Stein bei ihm schneller runter. Wenn er ihn jetzt erwischt, dann kann er ein bisschen Zeit gut machen. Und Midna in Wedding Nails. Oh, der Shelljump ist aber auch cursed, ne? Ja, du kannst dich noch so sehr an die Indikatoren halten, er kann halt trotzdem schief gehen. Auf dem P. Und auch mit P-Speed darüber. Und die Flammen auch sehr sauber. Ultim Checkpoint geht an der Yoshi-Röhre vorbei. Spielt er jetzt die Speedstrat? Rennt er jetzt in den Yoshi rein? Ja, er macht es. Und schließt mit einer 21,49 ab. Ja. Das kann ich doch sehen lassen. Also, so gesehen, PB. Wenn wir jetzt in dem Trainingsrun keine bessere PB gesehen haben. Irgendwer weiß. Das stimmt, was. Nee. Er hatte vorher war es eine 22,03 und jetzt eine 21,49. Das heißt, er hat echt mal kurz ein PB aufgestellt. Ist das vielleicht so ein bisschen das Thema, was sich hier durch das Turnier zieht, dass immer ein Runner im ersten Race eine PB aufstellt? Das hatten wir jetzt, wie gesagt, im ersten Race, jetzt im zweiten Race um 18 Uhr und auch jetzt wieder. Oh, da hat Gary gerade registriert, dass Midna durch ist. Kommt ein resigniertes Kopfschütteln. Aber er spielt trotzdem noch weiter. Ja, das ist immer schön. Das ist immer das Schönste, wenn die Leute das noch zu Ende spielen. Den Fans muss ja auch was geboten werden. Und auch wenn man verliert, es ist alles Übung, es ist alles, gehört zur Show. Und gerade bei Quick Level 2, wo die Level halt wirklich kurz sind, ist das eigentlich ganz, ganz gut machbar noch. Ja. Starke erste Runde von Midna. Also da ist jetzt. Ja, mit Legend Gary mit dem Drop auf die Shell
Na. Oben gegen den Spike, ärgerlich. Aber der ist so schön und sauber gespielt. Schafft es aber jetzt noch durchzukommen damit. Und darf jetzt auch Wedding Nails beenden. Hast du nicht mal ein bisschen Bauch, bis es auftaucht, wegen der ankündigenden Musik. So, habt noch Wedding Nails mit ihm. Ich würde aber trotzdem sagen, dass wir hier eine Zeit unter 25 Minuten sehen bei ihm. Da ist er wieder, der Shell Jump. Da, auch hier, nimmt ihr den P-Speed. Ist halt die viel, viel entspanntere Strategie, wenn man gerade im Flow ist. Rennt in die letzte Flamme rein. Und dieser Shelljump. Der Mo gemutet. Nein, der Mo ist da. Ich habe mich gerade ein bisschen um die Musik gekümmert. Genau. Dass wir hier den Gary zuhören dürfen. Da redet man mal kurz nicht und schon wird man vermisst. Geht super flink. Hat's geschafft. Geht jetzt auch zum Yoshi rein. Und auch hier einen super schnellen Yoshi. Auch im ersten Cycle geschafft. Ja. Und schließt mit einer 25-11 ab. Ja, sieht man ihn die Enttäuschung ein bisschen an. Ist halt auch weit weg von seiner PB. Stimmt, aber immer noch eine klasse Zeit. Ja, das ist... Ich glaube, alle Zeiten, die wir hier im Turnier sehen, sind einfach gut, weil... Ja, spiel das mal so schnell. Das stimmt, da gehört schon ein bisschen Vorbereitung zu. Ja. Da steckt halt auch so viel Arbeit, so viel Spielzeit drin. Mhm. So, das heißt, wir haben ein 1-0 für Midna momentan. Genau. Ja, und dann werden wir wahrscheinlich wieder so circa 5 Minuten Pause sehen, in denen wir uns schon auf das nächste Race freuen dürfen. Also den nächsten Durchlauf. Genau, und dabei schön Scatman hören. Ja, da bleibt mir genug Zeit, dich mal auszufragen. Mich auszufragen? Ja, dein Race steht auch an. Oh, können wir nicht über was Erfreuliches reden? Wie, weiß ich nicht was. Ja, stimmt, mein Race steht am Sonntag an tatsächlich. Gegen genau. NecroSky 90. Genau. Oh, NecroSky, auch ein harter Gegner. Ja. Oh. Ich durfte vorhin schon von Sakai hören, dass du schon ziemlich aufgeregt bist. Ich bin absolut aufgeregt, dummerweise. Ich kenne seine PB. Ich kenne meine PB. Ich weiß, wie dermaßen konstant ich den ganzen Quatsch hier spiele und aber ich will es nicht verlieren. Deswegen, ich bin fleißig nebenbei noch am Üben und hoffe, dass das irgendwie funktioniert. Ja, bei mir zu üben kann man leider auch nicht, ne? Eure PBs sind jetzt auch nicht so weit auseinander, dass die turnierrelevant wären. Das stimmt. Er sagte mir, er wird nicht viel üben. Aber ich sag einfach mal, es ist wie Fahrradfahren, ne? Das verlernt man. Ja. Da braucht man sich halt nur mal an dem Tag vorher ordentlich warm spielen und dann ist man wieder drin. Das stimmt, ja. Ich würde allgemein sogar sagen, bevor das Race startet, werde ich eh noch eine Runde spielen, weil der erste Run ist eigentlich immer der schlechteste. Ja. Also zum Warm werden, ja. Nicht, dass du dann im ersten Run eine PB hinlegst und dann im Race nichts mehr leistest. Das ist auch riskant, ne? Das ist auch riskant. Also sagen wir so, wenn ich gegen NecroSky verliere, dann würde ich wenigstens gerne 2-1 verlieren. Aber das werden wir dann sehen. Es liegt jetzt nicht in meiner Macht, darüber zu entscheiden. Ja. Ich würde es mir nur wünschen. Das ist immer zu wünschen, dass wir hier 3 Matches sehen. Und deswegen drücken wir doch auch mal den Legendary jetzt, die Legendary. Diese Wortspiele verwirren manchmal sehr. Den Legendary, die Daumen, dass er jetzt das zweite für sich entscheidet, dass wir hier noch ein drittes spannendes Match anschauen dürfen. Das wäre auf jeden Fall wunderbar, ja. Bis jetzt war es uns hier in dem Turnier noch nicht vergönnt, 3 Matches zu sehen.
Stimmt. Ich hatte ja bei Shelbert vs. Sakaya dabei gerechnet. Aber Sakaya lief ja so durch. Das war Wahnsinn, ja. Ja. So, ich glaube, die beiden werden jetzt den nächsten Race Room betreten, wenn ich das richtig sehe. Wir werden dann gleich die weitere Partie spielen des heutigen Abends. Was wäre denn dann die nächste Partie, glaube ich? Morgen schon, oder? Es geht dann morgen direkt weiter, ja. Schlag auf Schlag. Morgen 18 Uhr, 19 Uhr und 20 Uhr. Gruppe C, Gruppe D und dann Gruppe B. Gruppe da sehen D. wir auch schon wieder direkt den Legendary um 18 Uhr gegen Tyradante. Um 19 Uhr zwei Spieler, die wir noch nicht gesehen haben, Phyrox gegen Bruno. Und um 20 Uhr den Blackbird schon wieder gegen den Ami. Auf Bruno gegen Phyrox bin ich sehr gespannt, weil das natürlich meine beiden Kontrahenten noch aus der Gruppe sind. Da will ich erstmal gucken, was die da so in den Raum werfen, damit ich weiß, hey, werde ich nur zwei oder drei Matches verlieren? Du kannst es, glaube ich, bestätigen. War nicht Phyrox der in Baby Kaiser World den Block in Baby Beach gehittet hat? Ich weiß es leider nicht mehr. Ich kann mich an das Baby Kaiser Turnier noch vage erinnern. Ich dachte, Phyrox war einer. War es nicht. Ich glaube, Joker war, glaube ich, auch noch geschafft. Ich bin mir unsicher. Der zweite bin ich mir unsicher, aber ich dachte, Phyrox habe ich noch so im Kopf. Ich meine auch, dass da irgendwas war, ja. Aber die erinnern das Sakaya, genau. Sakaya, was? haben den Schuldigen gefunden. Ja. Phyrox und ich haben den gehittet. Ah, guck mal. Nee, also die Informationen an BBK-Sotinie habe ich größtenteils wieder verdrängt. Und jedes Mal, wenn ich die Musik auch höre, kriege ich wieder so kleine Flashbacks. Genau. Joker hatte immer angegeben, dass er im Shelljump-Level, dass er das nie failt. Und hatte da einen Deathloop. Ach ja. Schöne Erinnerung. Das stimmt auch nicht. Während des BBK-Sotinies sind viele tolle Sachen passiert. Ja, ja. Und da hoffen wir doch, dass dieses Turnier hier genauso anschließt. Und wir schöne Sachen sehen. Aber ich muss sagen, was man hier so in Quickie World sieht, das hat halt nicht so viel Meme-Potenzial wie Baby Kaiser. Na, also es ist so toll, ist wie ja, gerade wie der Block, ne, sind halt nicht so drin. Hier sind es eher die Changs oder die Features. Die Features, die einen rausreißen, leider, ja. Genau, kann der Run halt noch so gut sein. Landest du irgendwo in der Wand, dann war's das. Das ist halt echt schade. Also der Hack bräuchte definitiv eine Version 1.1. Aber die werden wir leider nicht erleben, glaube ich. Naja. Dafür ist da schon zu viel Zeit vergangen. Als dass sich der Waldi da nochmal ransetzt. Hat ja auch zwischenzeitlich hier Quickie World Reservations rausgebracht. Was ja, glaube ich, eher so ein Wochenendprojekt war. In irgendeinem Event. Ich glaube, 10 Exits waren es. Hat sich ganz gut gespielt, fand ich eigentlich. Hat Spaß gemacht. Und ja, man kann eigentlich nur auf den dritten Teil warten. Aber bis jetzt würde ich sagen, ist Quickie World 2 eigentlich das Beste, was er da. Wobei jetzt Wochenendprojekt auch nicht sehr ausgereift klingt. man hat es halt gesehen. Viele Level waren teilweise leer. Es war. Also, es war jetzt keine schöne Umgebung gebaut. Aber die Setups haben funktioniert. Nur das Nötigste da sozusagen. Genau, ja. Weil man auch sieht, dass auch so ein Wochenende auch reichen kann. Ich glaube, oder eine Woche. Ich weiß gar nicht, wie lange Cute Kaiser World in Entwicklung war, von Slopcore. Aber der ist ja auch wunderschön, der Hack, muss ich sagen. Das ist einer meiner Lieblingshacks tatsächlich. Und der war auch relativ schnell fertig. Ja, ich habe mir letztens tatsächlich mal bei einem Streamer P86 angeguckt. Von Nobiso. Also der ist auch wunderschön. Herzlichen also, Dankeschön. Ich würde es selber nicht spielen, weil ich es nicht schaffen würde, aber der ist echt richtig gut gemacht. Ich finde nicht die richtigen Worte, glaube ich, um zu sagen, wie schön dieser Hack eigentlich ist. Ja, vom Schwierigkeitsgrad her natürlich auch weit über meinen Fähigkeiten, ganz klar.
Aber wirklich wunderschön. Wirklich wunderschöne Custom Sprites, Custom Mechanics. Es ist viel Schokolade drin. Es ist wunderbar, also wirklich. Da hat er richtig viel Zeit reingebuttert und es hat sich gelohnt. Was er da rausgehauen hat. 2-3 Jahre Entwicklungszeit gekostet, glaube ich. Ne? Ich meine, ich hätte letztens noch die Antwort gehört, 26 Monate. Ich bin mir gerade aber unsicher, ob es die richtige Zahl war. Was ich halt sehr interessant fand, dass er halt überall wirklich auch die RNG rausgenommen hat. Na, also er hat wirklich so viel Arbeit reingesteckt, dass nichts mehr RNG ist. Also selbst die Bosse. Ne? Die Bosse, ich glaube, Denson habe ich dazu geschaut, der hat davon wirklich in höchsten Tönen geredet, dass die Bosse einfach so geil lernbar sind, weil die wirklich ihre Mechanik verfolgen. Man merkt halt einfach, wie viel Liebe der da reingesteckt hat und mit welchem Herzblut er den Hack kreiert hat. Und sowas spielt man dann auch gerne. Und da kann man halt auch mal sehen, der Hack muss nicht RNG haben, um schwer zu sein. Ne? Nee. So, wir sehen beide wieder im Startbildschirm. Beide haben ihre Timer zurückgesetzt. Dann können wir uns wohl in den nächsten 2 Minuten auf einen Start freuen. Jerry sitzt auch schon wieder vor dem Rechner oder vor der Konsole. Ich weiß gerade gar nicht, worauf die beiden spielen jeweils. Ob sie auf dem Emulator spielen oder ob sie eine Super NT haben oder wie sie das Spiel gerade genießen. Auf jeden Fall drücken wir beiden dann ganz fest die Daumen und hoffen, ein 1-1 zu sehen. Es geht los. Und beide starten zeitgleich. Wir brauchen keinen Sync quasi, weil beide einfach gleichzeitig draufgedrückt haben. Gary auf Emulator, okay. Dankeschön. Beide gehen auch direkt rein ins erste Level. Ich finde schön, dass hier kein Yoshi-Haus ist, wo man aus der Sehne nicht reinstimmen kann. Mit einer... Den ersten Sprung schon. Ja. Dafür skippt er da jetzt die Bombe. Kerry stirbt nach günstiger, dem... Günstiger Tod. Sehr günstig. Ja, wobei er jetzt natürlich nicht mehr die P-Strat fahren kann. P-Speed-Strat. Und schon zieht Midna davon. Oh, ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen der Druck. So, er muss jetzt nachlegen. Auf jeden Fall die Daumen, dass er da wieder reinkommt, schnell. Sich davon jetzt nicht aus der Bahn werfen lässt. Mitten habe ich wieder gekonnt den Giftpilzen aus. Dürfen halt super gespannt sein. Das war wirklich, also... Super schnell durch den Part durch, wow. Wir dürfen halt gespannt sein, ob Mitten vielleicht sogar der Erste ist, der eine Doppel-PB hier hinlegt. Was wäre ihm zu wünschen? Weil das wäre natürlich auch schon mal eine Ansage. Oh, knapp bei Gary. Fast wäre der letzte Giftpilz ihm zu Verhängnis geworden. Hat sich aber gut gerettet. Und gleichzeitig wünsche ich aber auch Gary hier eine PB und auch den Sieg. Man kann sich nicht so richtig entscheiden. Er schließt dabei jetzt nicht aus, ne? Mitner macht jetzt im ersten und im dritten Rest eine PB. Genau. Gary auch? Warum nicht? Mitner wieder mit der Speed Strats, gibt den einen Noteblock. Jetzt ein paar Anlauf. Oh, trifft er leider den Deathblock. Kenne ich auch nicht so gut. Das Level läuft jetzt bei Midna besser. Mhm. Ich glaube, im ersten hat er einen Deathloop gehabt, da. Ja. Bei der Speedstrat, ja. Ja, hier geht er auch hier wieder auf Nummer sicher. Ja, aber er hat zum Glück den Checkpoint eingesammelt. Während Midna schon in Field of Dreams Secret Access sucht. Beziehungsweise betritt, er weiß ja, wo er ist. Oh! Er hat den Secret Access in den Blick genommen. Mhm. Haben wir es so auch noch nicht gesehen. Aber da war er vielleicht mit den Gedanken mal kurz woanders. Das könnte durchaus sein. Ja, ist jetzt auch nicht so viel Zeitverlust. Nee. Ist halt auf der Map mal ein längerer Weg, sind vielleicht 4-5 Sekunden. Ja, weil er jetzt halt auch mal hoch hat, ne? Jetzt muss er wieder zurück. Hat's auch gemerkt, okay.
Man kann natürlich auch den Big Flex machen, ne? Das Spiel hier in Hardcore ohne ersten Palace spielen, soweit es möglich ist, und dann zurückgehen. Ja. Das wäre der Biggest Flex. Also, bis Yoshi's leer kommst du ja ohne Probleme durch, aber dann stirbst du halt in Space, bis du nicht weiterkommst. Ja, ich glaube, im ersten Star-Level ist es dann schon nötig. Ja, du hast den Switch-Check im ersten Level auf jeden Fall. Der Purple oder der Blue, ich weiß gerade nicht, welche Farbe es ist, ist halt der Block, auf dem du landest, und die gelben Blöcke versperren dir den Weg. Genau. Das war bei meinem ersten Playthrough, war das der Moment, wo ich gemerkt habe, oh, es gibt ja auch Switch-Palaces. Ne, gelb sind die Blöcke. Okay. Also auf jeden Fall auch, würde ich auch jedem empfehlen, der das erste Mal gespielt hat mit Switch Palace, vielleicht sogar, das dann nochmal ohne Switch Palace so weit wie möglich zu spielen, ist auch sehr interessant und erfordert nochmal ein bisschen mehr Skill. Und Tackle Warrior schreibt es gerade auch, die gelben Blöcke werden eingeschaltet, deswegen landet man auf den gelben Blöcken und die blauen Blöcke verschwinden, die lassen einen dann durch die Baseballs. Genau so rum war es, dankeschön. Wir hatten wieder einen Jump gesehen. Dummerweise ist es jetzt ein bisschen schwerer auszumachen, wer gerade, wobei jetzt ist es wieder geregelt, wer wo ist. Midna stirbt und ist wieder am Anfang von Roll the Bones und Gary kann jetzt aufschließen. Aber halt sein Hasslevel, ne? Da haben wir bei ihm auch vorne einen kleinen Deathloop gesehen. Auch sehr ungünstig, weil der Bone halt so ziemlich langsam holt. Kommen die Pencils bei Midna. Schafft er. Ist jetzt beim Reznor. Ah, und Gary nimmt genau wieder die gleiche Stelle. Es ist aber auch fies, ne? Es ist halt so langsam, geht so langsam hoch. Midna wird vom Feuerball abgelenkt. Stirbt noch einmal. Ja, Zeit für Gary aufzuholen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ein Boss fällt nur noch auseinander. Konnte er gut Zeit gut machen. Stimmt, jetzt ist die Frage, wie gut Gary das jetzt macht. Oh, jetzt hatte ich kurz Angst, dass er gegen ein bisschen den Wrestler springt. Ja, nicht nur du. Oder dann weggedrückt wird von der Plattform, weil die reagiert auch mal schon etwas komisch. Aber hat's geschafft. Mit mal jetzt in der Batcave. Gleitet hier runter. Und schließt ab. Gary landet bei der Fledermaus. Ungünstig. Ja, aber kurz nach dem Checkpoint ist es schon wieder der beste Tod, den man haben kann. Das stimmt natürlich, es ist nicht wirklich zeitintensiv. Aber es summiert sich ja trotzdem so ein bisschen mit der Zeit. Dort zwei Tode sind halt auch wieder 10 Sekunden. Ne? Ja, Gary spielt da sehr, sehr kleine Sprünge bei den drei Bats. Sehr riskant. Midna geht wieder ans Limit. Landet so gerade eben noch auf dem Thomp. Den Soundtrack habe ich halt auch so gefeiert, wo ich das erste Mal gespielt habe. Er ist absolut top. Da hat er echt super schön portiert. Boah, trifft ganz knapp noch die Shell. Kann den Checkpoint erreichen. Oh, knappe Landung auf der Plattform. Während Midna sich jetzt mit den Rexes beschäftigen darf. Und ich muss sagen, die Hitboxen der Rexes sind ja wirklich interessant. Nennen wir es mal interessant. Du kannst ja wirklich so gesehen in den Bauch treffen und trotzdem springst du noch davon ab. Ja. Andererseits triffst du halt genau von oben und stirbst. Da nimm dir den Zementblock diesmal mit. Ja. Und stirb daran leider. Das war auch sehr knapp am Mann schon vorbei, bei Gary. Aber hat zum Glück noch funktioniert. Beide jetzt so gesehen nur noch einen Sprung voneinander entfernt. Ja, Wahnsinn. Sind es 3 Sekunden Unterschied oder so. So wollen wir das sehen, so richtig schön spannend. Ja.
Beide im G-Spot jetzt. Das ist eine richtig knappe Kiste diesmal. Speedstrat-Versuch bei Midler. Ja, aber ignoriert wieder den Switch Palace. Ausgang. Stimmt. Da müssen wir ihn dann nochmal fragen, was er da im Kopf hatte. Weil das ist halt jetzt in dem Moment auch diese Zeit, die ihm fehlen könnte. Oh, und schafft diesmal die Speedstrat zu fahren. Schafft diesmal auch perfekt, ja. Springt nicht so hoch, landet nicht mehr im Deathblock. Aber jetzt sind die halt so nah zusammen, die beiden, dass genau dieses Hoch- und Runterlaufen auf der Map auch ausschlaggebend sein kann. Stimmt. Die Frage, wie Gary. Oh, dieser Single-Block, ne? Da scheitere ich es auch so oft dran. So ärgerlich. Schafft es jetzt aber. Oh, ein Weiterwurf mit dem Key. Ja, hat ihm auch, glaube ich, kurz den Peacepeak gekostet. Ah. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, das ist halt auch gefährlich, weil so ein weiter Wurf, ne? Am Ende bleibt der Key vielleicht vor dem Block liegen. Kostet dann wieder Zeit. Und der erste Stern ist halt sehr knapp bemessen. Der zweite Stern hat recht viel Zeit und der dritte ist auch ein relativ großer Puffer. Aber der erste Stern ist halt wirklich, wirklich knapp. Und Gary schließt ab, während Midna noch. Ein Level ist aber. Ja, Gary braucht halt das ganze Level noch. Vom G-Spot. Stimmt. Und, oh Gott, wem ist es nicht mal passiert, dass meine Schüssel irgendwie zu nah an dem Turnblock hatte und dann war oben in der Deckung und hat nicht mehr rausbekommen? Ja, vorhin zum Beispiel im ersten Race heute. Okay, da haben wir das auch gesehen. Ab. Gary verfehlt das Timing mit den Delfinen, war ein bisschen zu weit oben, sodass sie nicht wieder neu spawnen. Aber auch wieder ein günstiger Tod. Ja. Midna betritt den RB Clip, World Clip Tower. Fährt mit dem Rope nach oben oder auf der Rope nach oben. Ja, und auch Gary jetzt. Ja. Erste Hälfte geschafft. Sehen wir jetzt wieder einen Beatskip bei Midna? Wir sehen erstmal einen Spike. Das bringt Gary wieder weit ran. Und es bringt Gary noch weiter ran. Oh ja, da klappt der Beanskip nicht. Beide jetzt wieder fast gleich auf. Jetzt hat er ihn geschafft. Gary hat gemerkt, dass es zu knapp wird, hat noch abgebrochen. Oh. Und trifft den Deathblock. Ah, und jetzt den Cooper. Da kann Midna wieder Zeit gut machen jetzt. Ich setze unterwegs zu den Orbs. Ah, knapp gerade. Aber schafft es, okay. Firox, das erste Match hat Midna gemacht. Mit einer PP. Also, bis jetzt im lese ich jeden Match im ersten Run eine PP gefallen. Midna schließt den Tower, den Skytree auch ab. Aber Gary lässt sich da nicht unterkriegen. Zieht hinterher. Ja, Gary kommt doch wunderbar durch. Ja. Ja, der Shellstamm funktioniert ja sehr gut. Und damit zieht er auch nach Hot Potato. Gary jetzt wirklich auf einer viel besseren Pace als vorhin. Die Frage ist, reicht das? Das ist die Frage, ja. Midna landet im Spiny. Aber hier geht keiner in den One-Cycle. Keiner wirft die Bombe hoch vor dem Nordblock, um den Block zu treffen und sie dann unterwegs zu fangen.
Gary spielt das hier super safe, hält kurz an. Nicht verkehrt. Hat so viel jetzt aufgeholt wieder. Ja. Es muss nur ein ungünstiger Tod bei Midna kommen, den wir ihm natürlich nicht wünschen. Ja. Dass wir da wieder den gleichen Screen sehen. Weil Midna spielt das hier auch sehr konzentriert und sehr sauber. Oh, dieser Mancha auch, ne? Der ist so knapp immer. Letztes in dieser Dreierreihe. Das war auch knapp, der Gary. Die Speed-Strategie ist auch sehr interessant, dass man es quasi schafft, wieder auf die mittlere Plattform zu kommen und dann rüberspringt mit Peace. Fand ich sehr imposant, als ich das gesehen habe im Weltrekord. Gary hier. Oh, knapp. Bisschen früher abgesprungen, er hat den Deathblock berührt. Midna konnte hier ein bisschen mehr Zeit gut machen. Aber das ist mal eine Sekunde. Ja. Mehr war das nicht. Da ist nicht viel Unterschied. Wie gesagt, da kann alles passieren. Ja, das ist tatsächlich das erste Match im Turnier, was wirklich so Kopf an Kopf ist. Und auch wieder Fütterungszeit für Yoshi. Oh, da regt Gary sich auf. Da ist er leider gestorben. Die Vorzüge der Webcam dieses Mal. Wir sehen es. Leider auch in diesem Match wieder nur einseitig. Oh. Midna schließt ab. Au, ärgerlich. Wieder. Ja, ich hasse auch dieses Mid-Air-Timing mit Yoshis Zunge. Das gefällt ja mir auch nicht. Ach nein. Komm, das schaffst du, Gary. Jetzt hat er's. Jetzt. Midna gerade gestorben. Und das noch vorm Checkpoint, wenn ich richtig gesehen habe, ja. Da wackelt der Schnauzer. So, Gary jetzt durch. Ja. Durch die Pokies. Ja, jetzt haben wir so circa ein Level Unterschied trotzdem. Genau, jetzt sind wir bei einem Level. Midna schließt gerade das gute Blocks-Level ab und darf jetzt in Yoshis Höhle. Sehr imposante Höhle, tatsächlich. Landet im landet in der Spike-Säule, okay. Zeit für Gary, um aufzuholen. Diesmal kommt er besser an der Shell vorbei. Nimmt sich auch diesmal die Zeit, spielt den Block richtig. Midna mit einem erneuten Tod. Ja, und das plötzlich wird es schon wieder ein bisschen knapper hier. Ja, und plötzlich sehen wir wieder das gleiche Bild quasi. Im gleichen Hintergrund. Das ist wirklich ein schöner Hintergrund, also dieses Level sieht richtig schön aus. So, Midna hat die erste Hälfte hinter sich gebracht. Während Gary jetzt noch... Oh, klappe Kiste immer. Schafft das aber auch. Gary hier in einem Zug durch. Ja. Hat ihn Unmengen Zeit gebracht. Beide flüchten jetzt vor der näher kommenden Lava, beziehungsweise vor dem fallenden Gebäude. Midna aber auch quasi fehlerfrei durchgekommen. Ich lese gerade, dass Necro Sky auf den ersten Doppelhit im Switch-Level wartet. Necro Sky, das darfst du am Sonntag gerne machen gegen mich. Ja, aber auch Gary hier wunderbar durchgekommen. Ja. Also,
Mittner sollte sich jetzt schon etwas mehr verfolgt fühlen als im ersten Durchgang. Warte mal. Emu-Flug, das hier ist der Herr Quickieball 2. Das ist, der ist eher so im Beginnerbereich angesiedelt. Und sollte auf jeden Fall mal gespielt werden. Wenn man Kaizo mag. Ein eigentlich schöner Hack. Außer, dass er viele Features hat. Aber auch oben im Titel zu sehen, Quickieball 2. Das ist sozusagen im Turnier, in der Gruppenphase, der Hack, der gespielt wird. Nach der Gruppenphase wird Dreams gespielt. Beide sterben gerade. Gary stirbt jetzt gerade einmal mehr. Während Midna jetzt auf dem letzten Rock ist. Und abschließen kann. Ja. Schließt Spaceballs ab. Während Gary jetzt auch den CP erreicht. Auch den Rock Skip machen wird. Leider verfehlt. Auch nicht. Dann betritt das Geisterhaus. Wenn man sieht, wie konzentriert Gary einfach ist. Ja. Ich glaube, da kann jetzt neben mir nur Bombe explodieren, das wird den dann nicht rausbringen. Aber Midna bekommt halt hier viel, viel Zeit geschenkt. Spielt dann auch wirklich sauber, muss man sagen, ne? Also. Ja. Wäre jetzt im letzten Part von Spaceballs. Macht er noch einen kleinen Jump. Mitten jetzt ein Level vorne. Mitten in Sorfring. Ich habe jetzt die Zeit von Mitten nach vorhin nicht mehr im Kopf. 21:46 war es. 21:46. Mhm. Ich sag nichts. Warum möchtest du nicht jinxen? Das war, glaube ich, schon zu viel. Das hat ja schon impliziert, dass ich irgendwelche Gedanken habe. Dieser Spike an dieser Säule, ne? Ich weiß nicht, wie oft ich ihn getroffen habe auch schon und ich mich jedes Mal darüber ärgere, dass der eine Hitbox hat. Ganz schlimm, diese Spike-Säulen. Wirklich ganz schlimm. Noch einmal, das ist Garys Chance. Gary ist wieder im gleichen Level jetzt. Ja, das sieht besser aus, wenn mit nah. Dirbt direkt nach dem CP. Leute, was denkt ihr? Sehen wir hier ein drittes Match? Ich würde es mir wünschen, ich würde es sogar wirklich wünschen. Aber Gary hat ein Problem. Mit einer beendeten Surfing. Ich habe nicht sehr viel Zeit verbraucht noch. Das ist die Frage, wie gut klappt der Shell Jump, ne? Wie gut klappt der Shell Jump? Gary hier sauber mit dem Runterlaufen. Springt zu früh. Springt da leider zu früh. Na, und da springt er nicht ab. Nicht. Der Schildschirm klappt. Ja, mit Knight. Kommt jetzt sehr gut durch. Oh, Gary landet leider in Balls of Chain. With Chain. Balls on Chain, so. Und Midna im Yoshi-Fight. Oh. Er fliegt wieder nach rechts in die Lava. Das macht er gerne mal. Ja, das ist durchgechenkt. Beendet dieses Spiel und gewinnt die ganze Chose 2:0. 22:24. Ein GG dazu. Ja. Gary kommt immer wieder zur Seite. Ist das der Blick nach Race Time? Ja, Lick and Gary.
die letzten Tore, die waren zu viel, sonst hätte er seine PB gut schaffen können. Ja, und er hätte vorhin mal mit nach vorbeiziehen können. Er ist ziemlich dicht an seiner PB dran. Er ist 5 Sekunden über seiner PB jetzt. Schade, wirklich. Das war ziemlich 30. knapp, aber wirklich top. Top gespielt, ja. Weil wenn man so nah an seine PB kommt in einem Turnier, ist das schon trotz des Drucks. Das trotz des Drucks, ne? Genau. Deswegen, also zwei wunderschöne Matches gesehen. Zwei wunderschöne Zeiten gesehen. Oder vier wunderschöne Zeiten so gesehen. Das zweite Match sogar noch spannender. Da war wir wirklich teilweise Kopf an Kopf, da war alles drin. Sehr, sehr schön. Wirklich, wirklich ein schönes Race. Ja, dann wie gesagt, Leute, morgen 3 Matches, 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr. Und gleich nach einer kurzen Pause, beziehungsweise wenn sie mit dem Support durch sind, kommen die Leute hier noch zum Interview zu uns und werden uns Rede und Antwort stehen. Da werden wir auf jeden Fall mal den Midna fragen, was er sich dabei gedacht hat. Auf jeden mit, Fall. Mit seinen Secret Exit Skips. Ich meine, man bewegt sich auf der Overworld ja zum Glück wirklich schnell. Von daher bin ich, wie auch vorhin schon im Chat gelesen, wird das keinen großen Impact auf die Zeit gehabt haben. Aber es ist trotzdem ungewöhnlich. Und besonders hat es ja bei beiden gemacht. Das sind halt trotzdem so 2 Sekunden. Ja, plus Safety, ja. Ich meine, Safety kannst du nicht rechnen, weil der immer kommt, aber 2 Sekunden, das zweimal sind 4 Sekunden. Und kann's entscheiden. Und in dem Moment, wo der zweite Skip gemacht wurde von Midna, da war das wirklich so knapp gerade, dass Gary gerade durch diese 2 Skips hätte vorbeiziehen können. Ja. So, ich sehe, die beiden sind auch schon dem Kanal unten gejoint. Werden jetzt gleich wahrscheinlich hochkommen. Nach einer kleinen Pause noch. Wahrscheinlich checken sie beide noch mal ihr Setup. Also Kaya sagt es gerade, das war richtig spannend. Das war also so wie im letzten Turnier, im Baby-Kaiser-Turnier, da gab es auch so extrem spannende Matches und das war hier wirklich das erste Match, was richtig, richtig Spannung geboten hat. So ein richtig schönes Kopf-an-Kopf-Rennen, wie man sich's wünscht. Oh ja. Stimme ich voll zu. So. Ich denke mal, die beiden werden jetzt gleich hochkommen. Oder müssen wir die hochziehen? Ich weiß nicht, können sie von allein den Raum hier betreten? Die kommen von allein rein. Okay. Ich denke, die werden noch ein bisschen was Supporttechnisches machen mit dem guten Roti. Ah, okay. Und da begrüßen wir schon Midna und da ist auch Legendary. Einen schönen guten Abend. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Und Glückwunsch zu diesen super Zeiten. Wirklich, es waren super spannende Races. Es hat super viel Spaß gemacht zuzuschauen. Wie geht es euch? Halt. Oh, sorry. Erst noch von mir einen schönen guten Abend. Ein Doppel-GG an Midna für PB. Also wir haben ja schon gesagt, es scheint hier im Race Thema zu sein, dass hier das erste Match des Races immer erstmal eine PB zum Vorschein bringt. Wirklich wunderschön. Und Legendary, hey, du warst auch ziemlich nah an deiner PB dran. Ja, 4,2 Sekunden. Wenn ich den Deathloop am Ende nicht gehabt hätte, mit dem Sawfinger, dann wäre es eine PB geworden. Ja, noch besonders jetzt das zweite Match, das war ja zwischen euch richtig spannend. Also schaut es euch dann mal an, das war teilweise richtig Kopf an Kopf. Also
Ja. Und da habt ihr euch nicht viel geschenkt. Ja, Gary hat immer sehr, sehr gut aufgeholt. Ja. Sorry? Mitner? Achso, ich sagte nur, dass ich mir auf jeden Fall anschauen werde. Ich werde es mir auch auf jeden Fall anschauen, weil ich meine, im ersten Race, da war ich super nervös und so schlecht. Aber im zweiten hatte ich schon ein gutes Gefühl auf jeden Fall. Es war auch dein allererstes Race, oder? Im Turnier? Ja. Deswegen, da ist man besonders aufgeregt. Das kennt man. Auch wenn du eigentlich gar keinen direkten Druck hast, weil du deinen Gegner ja gar nicht siehst oder durch deinen Gegner gar nicht beeinflusst wirst, aber trotzdem hast du halt immer diesen Zeitdruck im Nacken, deine Gegner könnte schneller sein. Ja, und vor allem, wenn du deine BB kennst und schon weißt, du bist eine Minute hinten, dann weißt du, dass der Run einfach nicht so gut ist. Mhm. Aber das macht es nicht leichter. Dann juckt es halt normalerweise bei einem Runner schon in den Fingern, wie im Trainingsrun, dass man halt einfach sagt, komm, wir starten neu. Aber das geht halt hier nicht, ne? Wirklich. Und das bringt dann, denke ich mal, so das negative Gefühl, wenn man eigentlich neu starten würde im Normalfall, aber es hier nicht kann. Und dann kommt der Druck. Dann weiß man wieder, scheiße, ich bin ja jetzt nicht in einem Trainingsrun, ich bin jetzt in einem Turnier. Ich hab exklusiv No Resets geübt. Ich bin's gewohnt, rote Zahlen zu haben den ganzen Run über. Ja, ich habe auch fast nie resettet in den Trainingsruns, also ganz, 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 ganz selten. Ist vielleicht die bessere Taktik, dass man einfach konstant reinbekommt halt. Ja. Mitner, was hast du da noch geübt? Und zwar im zweiten Spiel, wir hatten uns beide gefragt, was du da machst. Du hast die P-Switches immer ausgelassen. Ja, das war eine ganz spezielle Taktik. Die habe ich spontan entwickelt. Ah, okay. Hat sich herausgestellt, man verliert so 2 Sekunden dabei, überraschenderweise. Pro Secret Exit, ja. Den ersten habe ich halt einfach komplett verpeilt. Ich weiß nicht, ob man das gesehen hat. Ich wollte dann kurz noch zurück und habe mir dann überlegt, nein, das ist eine dumme Idee, dann stirbst du. Und beim zweiten hatte ich dann irgendwann die Shell in der Hand und habe mir gedacht, jetzt gehst du nicht mit dem Shell in die Secret Exit rein. Ja, ich habe schon erwähnt, ich dachte mir schon, beim ersten warst du vielleicht in Gedanken. Und das zweite hast du jetzt gut erklärt, wenn du die Shell einmal hast, na, dann... Ja, ich wollte sie aber eigentlich gar nicht mitnehmen. Das, da war ich in Gedanken. Aber dann hatte ich sie halt. Aber hast du da auch die Speedchat geschafft hast, das war auch sehr imposant, fand ich. Du musst halt wirklich punktgenau springen. Du darfst halt nicht zu hoch wie im Deathblock, wie in deinem ersten Race. Nicht zu niedrig, ansonsten kommst du nicht hoch. Also das war schon... Die ist schon risky, die Speedstrat. Die ist schon risky. Nein, ich habe mir halt gedacht... Ein bisschen was musste ja irgendwie mal machen und nicht die ganzen Safe Strats. Und dann habe ich mir ein paar Speed Strats rausgesucht, die ich geübt habe. Und dann. Aber ich glaube, insgesamt hat es mir nicht viel gebracht, weil ich es auch teilweise ja verkackt habe. Aber immerhin habe ich da nicht großartig Zeit durchverloren. Aber das immer so einen kleinen Gedanken schon mal der Spannung von dem zweiten Match mitbekommt. Das Auslassen des zweiten Secret Exits, ne? Diese Zeit, die du durch diesen beiden Secret Exits auslassen. Dort Verlust gehabt hattest, hätte beim zweiten Secret Exit schon Gary in Vorsprung bringen können. Na, also so knapp wart ihr an der Stelle aneinander dran. Ja, kann ich nicht empfehlen, die Strategie. Auch für die Zuschauer schon. Aber hat das geklappt? Du hast doch gewonnen, also von dem her. Ja, kann es nicht gewesen sein. Es kann halt im Verlaufe, es hätte auch können hier viel knapper werden, ne? Dass genau diese Zeit fehlt. Gary, gibt es jetzt noch irgendein Level, wo du sagst, das muss ich für die nächsten Runden noch üben, das ist immer noch ein Kopfzerbrecher bei mir? Ja. Ich glaube, ich weiß es. Und auf jeden Fall, und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt jetzt im zweiten Run, ich war so gut unterwegs, bin im Boki Desert rein und dieser Koopa ist einfach nicht gespawnt. Und dann hatte ich einen Deathloop. Das war so jank und das hat mich so rausgerissen, dass ich einfach eine Minute verloren habe in dem Level. Ja, dein Yoshi hat die Zunge auch nicht schnell genug rausbekommen, ne? Du hattest wirklich Probleme mit der Flower, leider. Ja, beim zweiten Tod dann. Aber beim ersten, da kommen ja diese Super Koopas. Genau. Und der dritte ist einfach nicht gespawnt. Und ich konnte auf den nicht mehr landen dann, ne? Der ist zu spät gespawnt. Und das passiert mir seit neuestem immer. Es hat eins der vielen Features von Quick Evil 2. Wir hatten gerade schon über die Features gesprochen, die wir nicht Bugs nennen möchten. Und das ist zum Beispiel so einer. Ja. Und das muss ich auf jeden Fall trainieren. Keine Ahnung, eigentlich läuft Sorfinger Ruins besser,
Aber da habe ich jetzt zum Schluss auch noch einen kleinen Deathloop gehabt. Na, Roll the Bones hat's dann auch ein bisschen Probleme, ne? Ja, das Level hasse ich aber auch. Also, ja, das hat nur, haben wir, glaube ich, auf unserer Liste stehen, dass es so ein bisschen dein Hasslevel ist. Ja. Ich glaube auch, das die Level, die ich hasse, die kann ich gar nicht aufzählen. Aus irgendeinem Grund hasse ich jedes Level. Aber ja, du hattest... Mittner, du hattest zum Beispiel bei den Beanskip hattest du auch einen kleinen Deathloop. Den wolltest du unbedingt zeigen. den habe ich inzwischen so konsistent hinbekommen eigentlich, dass ich mich geweigert habe, den nicht zu machen. Das ist Murphy's Law, ne? Was schief gehen kann, geht schief. Ja, aber alles in allem, wirklich, schön anzusehen, schöne Zeiten. Im ersten Race habe ich zum allerersten Mal den Rockskip geschafft und das auch noch ins Ziel geschafft. Ja. Stimmt, bei dir kam der Rock, ich weiß gar nicht mehr, bei wem der Rock eher kam, aber ich glaube, bei einem von euch beiden kam der Rock auch sofort, als er den Screen betreten hat, beim anderen nicht. Aber das war immer so. Ich habe es aber nicht rausgefunden. Bei dem Gary war das war bei Gary, ja. Wir haben schon gesagt, vielleicht müssen wir da mal in Lunar Magic reinschauen, ob da oben vielleicht noch ein Block ist, wodurch das Timing sozusagen besser stimmen sollte angeblich vielleicht und es dadurch vielleicht irgendwie schräg bounced irgendwann nochmal und deswegen später kommt oder keine Ahnung, was da eingebaut worden ist. Ja, ich meine, wenn wir Lunar Magic offen haben, können wir direkt noch Azar öffnen und noch kurz den Worktip fixen, ne? Das wäre sehr nett, danke. Und Roll the Bones rausplätschen. Ja, der Spin Ride auf dem Knochen ist halt ekelhaft. Über diesen einen Mancher drüber, dann geht's noch weiter, dann kommt die Knochen entgegen. Es ist eine ekelhafte Stelle, ich kann mich da vollkommen verstehen. Und am Ende hast du noch einen Pencil, der dich einfach janky blockt. Wenn du nicht wartest. Die Hitbox des Pencils ist einfach broken. Es ist halt, er tötet dich, er drückt dich halt einfach weg. So, for no reason. Obwohl da noch ein Haus zwischen reinbauen kannst, ne? So viel Platz ist da. Ja. Painzel ist auch eine sehr schöne Umschreibung von Tech Warrior. Ja. Ja, die haben schon sehr viel Schmerz verursacht. Oh ja. Ja. Ja, gibt's von euch dann an der Stelle noch was zu sagen? Ja. Wort geht an euch, Grüße raus, schickt Liebe an eure Community. Also ich gratuliere auf jeden Fall nochmal dem Midner. Ich habe meinen Leuten und meiner Community schon gesagt, ich werde höchstwahrscheinlich verlieren, ich werde höchstwahrscheinlich nicht so eine gute Zeit machen wie Midner, aber ich werde ihm trotzdem ein Rennen bieten, ich werde mich bemühen und ich hoffe, dass das spannend bleibt in der Gruppe. Ja, ich bedanke mich auch für das Rennen. Zum Glück ist es in der letzten Runde dann ja nochmal knapp geworden anscheinend. Und auch danke an alle, die auf meinen Aufruf irgendwie vorbeigekommen sind und zugeschaut haben. Ich freue mich auf jeden Fall auf Sie. Ein paar Namen gelesen. Gary? Ich freue mich auf jeden Fall aufs VOD, habe ich gesagt. Ich werde das genießen anzuschauen. Ja, wir haben hier schon im Chat, Pietro, Gary, ich will einen Schnauzer von dir. Wir haben schon erwähnt, du hast die Mario Power unter der Nase. Das Cosplay passt bei dir. Ja. Und du hast ihn teilweise wirklich schön gerümpft. Also es war wirklich schön anzusehen. Immerhin etwas war schön anzusehen, ne? Auch die Wands waren schön anzusehen. Ja, keine Sorge. Wie gesagt, erste Match, Turnier, ne, Aufregung, das ist keine Schande. Ja, und das zweite, du bist so nah an deiner PB, du hast Midna wirklich unter Druck gesetzt. Auch wenn ihr jetzt letztendlich eine Minute auseinander seid, na, das passiert halt. Ja, aber bis dahin, bis zum letzten Level, war das halt super spannend. Und das will jeder sehen. Ja. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass ich konsistent im ersten Level jeweils den ersten Sprung verkackt habe. Dann ist der erste Druck aber weg. Schwerster Sprung des Hex. Ja, der erste ist schon ziemlich tricky. Sie meinen mit, ne?
Das ist ein gutes Argument. Ich bin einfach nur gegen den Mancher zweimal gesprungen. Oder gegen verschiedene Mancher. Die sind ja auch immer sehr einladend. Okay, Mo? Ja, wie gesagt, ich erwähne es gerne nochmal. Morgen 18 Uhr, 19 Uhr und 20 Uhr jeweils ein Match. Also der große Freitag morgen. Ja, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, ich bedanke mich an die Runner. Wie gesagt, das zweite Match, spannender geht's nicht. Sakaya hat auch schon reingeschrieben, das ist alles zu knapp gerade. Der war auch richtig gehypt, richtig mit dabei. Hat es mega Spaß gemacht. Danke an den Support und danke an Luckwurst Show mit seinem ersten Commentary heute. Da nochmal richtig dickes Lob, das war gut gemacht von dir. Und gern wieder. Ja, danke schön. Danke für das Debüt. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Die Rennen waren super. Ich könnte es mir vorstellen, nochmal zu machen. Keine Frage. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, im ersten Race des Tages. Es ist immer schön, wenn man so einen Nicht-Racer-Kommentator hat und dann einen Racer-Kommentator mit dazu. Da hat man nochmal so einen besseren Einblick. Ja, das macht auf jeden Fall auch gut Laune. Und mal schauen, wen wir da das nächste Mal als Kommentator begrüßen dürfen. Ich hoffe viele. Ich hoffe viele verschiedene Leute. Ist immer schön, Abwechslung zu haben. Genau. Ja, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen. Dreimal. Jo, eine gute Nacht zusammen. Ebenfalls einen schönen Abend.